Hallihallo, Ladies and Gents, und willkommen zu einem neuen Minecraft Let's Play. Dieses Let's Play wird 100 Pro so lang gehen wie möglich. Und ich setze natürlich auf Easy erstmal. Und wird. Ich mache Fast. Okay. Und wird. Alle Sachen beinhalten, wie zum Beispiel Aether, keine Ahnung, alle Mods, die man praktisch in die Singleplayer-Welt einbauen kann. Ja, ich werde diese Serie so lang wie möglich machen, wahrscheinlich so lange wie mein Kanal, bestehen bleibt. Und ja, ich hoffe, euch gefällt. Ich freue mich schon auf eine Menge Abenteuer. Und ja. So, ich habe jetzt ein paar Mal eine Welt generiert. Und bis ich eine gescheite gefunden habe. Und mich hat die gleich. So. Die hat mich am meisten von allen angelächelt. Ich habe einen Random Seed genommen. Das heißt, ich kann den Seed. Ich kann euch den Seed nicht geben. Ja. Wollte ich nochmal so nebenbei gesagt haben, bevor ich dann eine Menge Comments deswegen krieg. Und ich lag gerade ein bisschen. Aber ich hoffe, es merkt ihr nicht allzu sehr. Da ich ja sowieso bald meinen Computer aufrüste, gibt's bessere Qualität und überhaupt alles besser. Ja. Dieses Let's Play wird wahrscheinlich ohne Cheats laufen. Erst später, wenn ich dann so riesige, riesen Projekte mache, werde ich vielleicht ab und zu Cheats benutzen. Aber sonst will ich alles so ziemlich Vanilla halten. Ja, okay, nicht ganz Vanilla. Ich habe den Aether-Mod installiert. Und Too Many Items, weil das auch noch drauf war. Aber ich werde es nicht benutzen. In die Aether werden wir wahrscheinlich, keine Ahnung, gehen, wenn wir ein Obsidian-Portal haben. Mit dem Obsidian dann ins Nether gehen. Vom Nether dann Lightstone holen. Und dann können wir uns ein Portal in die Aether begeben. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern. Aber es wird kommen. Jo. Vielleicht mache ich davor, bevor wir das im Singleplayer machen, noch so eine kleine Cheat Aether Let's Play. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mal in die Kommentare bitte. Dann mache ich das nämlich, wenn ihr, damit ihr nicht zu lange warten müsst. Okay. Dann suchen wir uns doch mal einen kleinen schönen Platz hier. Okay, das war unser Spawnpunkt. Da unten ist eine Höhle. Ich mache mal am besten gleich mal eine. Na, da. Da seht ihr auch, dass ich den Aether-Mod installiert habe. Dann mache ich mir am besten eine Workbench. Und da dann meine Spitzhacke. Time to mine. Das reimt sich. Und dann holen wir uns hier. Ich soll ja aufhören, die komischen Geräusche zu machen. Tut mir leid, das ist so ein unterbewusstes Geräusch von mir. Ich kann nichts dafür, Leute. Wow. So, da, da. Dann holen wir uns hier ein bisschen Stein. Und, weißt du was, wisst ihr, was wir machen könnten? Wir könnten uns als erstes in der Höhle bauen. Das wäre doch was. Obwohl, ne. Was da unten eigentlich? Nix, okay. Ne, ich glaube, wir fangen erstmal mit einem ganz einfachen, simplen Haus an. So wie da jeder andere Mensch. Holzen wir schnell den Baum ab. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Stein mitnehmen sollen. Ich glaube, mit 10 Steinen können wir uns ja sowieso einen Ofen machen, damit wir dann Scharkohle machen können.
Das lasse ich mal so. Oh, Schafe. Brauchen wir ein paar für ein Bett. Und als allererstes werde ich natürlich so eine kleine Unterkunft machen. Ja. So eine kleine Unterkunft machen und dann ein Haus bauen. Also die erste Unterkunft wird nur für die erste Nacht sein und dann bauen wir uns ein richtiges, stylisches Haus. Das ihr vielleicht schon kennt. Hier schaut es doch schön aus. Und was ist das? Ah, hier ist doch schön. Boah, das ist ja wunderschön hier. Und da wurde ich gerade in LOL angeschrieben. Sorry, dass ich gerade nicht zurückgeschrieben habe, wer auch immer das war, aber ich nehme gerade Minecraft auf. Okay. Dann bauen wir uns doch mal einen Strand. Strand ist immer schön. Hier schaut es doch schön aus. Da könnten wir uns hier eine kleine Bucht bauen und so. Ah, da hinten schaut es ja schön aus. Hier mal dahinter. Und ich werde auch vielleicht jede Session ein neues Texture Pack benutzen. Wenn ihr Empfehlungen habt, einfach mal unten in die Kommentare. Da werde ich mal verschiedene Texture Packs ausprobieren. Und ich glaube, wir bauen hier unser Haus hin. Also nicht unser richtiges Haus, sondern unser. Na, obwohl, dann bauen wir unser. Wisst ihr was? Wir bauen unser Starthaus. Irgendwo in die Pampas. Und dann bauen wir unser Starthaus hin. Ich würde sagen, da auf die Insel. Bitte nicht groß. Platz für ein Bett. Und okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Sonne untergeht. Stellen wir die Workbench mal hier hin. Brauchen wir Schaufel. Machen wir uns gleich eine Fornace. Stellen das Fornace auch hin. Dann machen wir uns da gleich. Verdammt, das geht ja nicht. Müssen uns noch ein bisschen Holz holen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ich glaube, es war unten ein rohes Holz und oben ein rohes Holz. Ah, geht doch. So. Dann machen wir mal hier ein bisschen Platz. Trollololo. Bauen hier, oh. Bauen hier unser bescheidenes Heim hin. Ich denke nur gerade nach, wie ich das am besten mache. Kommt das Bett hin, das heißt, wir machen ein nicht viereckiges Haus. Die sind langweilig. Und zwar so. So, dann bauen wir uns hier ein bisschen nach oben. Hoffentlich haben wir genug Holz. Trolla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 l
machen uns gleich mal 8 Torches, die wir hier schnell aufhängen. So, Schweinchen. Dann machen wir uns hier noch schnell eine. Ah, wir können uns keine Axt machen. Müssen wir jetzt noch so schnell ein bisschen Holz holen. Nein, ich hasse Creeper. Ich freue mich schon auf die Creeper, die dann meine ganzen oder unsere ganzen Häuser in die Luft jagen und so. Da freue ich mich schon drauf. Kommt der Baum noch und dann haben wir es. Ihr seht wahrscheinlich schon wieder recht wenig. Wie gesagt, der alltägliche Stress des YouTubers, genug Licht zu providen. Ah, ich sehe kaum selbst noch was. Ich spreche ein sehr gutes Deutsch, ich weiß. So, das müsste reichen. Wie viel haben wir? 11? Ja, das sind 44. Passt. Da ist unsere Türe. Und schnell eine Türe einbauen. So, da.